Und da kann man dann, das kommt dann nochmal auf so Feinheiten an, kann man natürlich nochmal gucken, wie spiegel ich das zurück? Also spiegel ich das zurück in einem Tonfall, wo ich dem anderen auch sage, also das war jetzt ja nun nicht in Ordnung oder vielleicht so ein bisschen zickig so. Also Sie meinen also, ich hätte mich hier nicht richtig verhalten. Und das kommt natürlich anders über, als wenn ich sage, also Sie meinen, ich habe mich hier nicht richtig verhalten. Und bei dem einen fühlt sich mein Gegenüber vermutlich etwas angegriffener. Es könnte vielleicht eher eskalieren. Beim anderen hat mein Gegenüber vielleicht ein bisschen mehr die Chance, sich nicht ganz angegriffen zu fühlen und dann auf Augenhöhe wieder raufzukommen oder runterzukommen, je nachdem. Also auf jeden Fall sich auf Augenhöhe zu mir zu bewegen und dann eben sich zu erklären, was er oder sie damit gemeint hat. Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Totschlagargumente, verbale Angriffe, fiese Beleidigungen. Wenn man sowas abkriegt, dann wünscht man sich manchmal, dass einem blitzschnell eine richtig schlaue und vielleicht sogar auch noch witzige Antwort einfällt, dass man richtig schlagfertig ist. Leider ist das nicht immer so. Mark Twain hat mal gesagt, Schlagfertigkeit ist etwas, worauf du 24 Stunden später kommst. Und darüber reden wir heute, nämlich über schlagfertige Antworten und Äußerungen. Und mein Gast heute ist Elisa Franz. Hallo Elisa. Hallo Anne. Dr. Elisa Franz ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und Rhetoriktrainerin. Und wir zwei kennen uns, glaube ich, seit ungefähr 20 Jahren, nämlich noch aus Studienzeiten. Und ich habe dich, Elisa, in Erinnerung schon von damals als sehr lustige Person. Und ich glaube, dass du auch ziemlich schlagfertig sein kannst. Stimmt das? Mittlerweile ja, aber ich musste es lernen tatsächlich. Aha, man kann es also lernen. Du bist eine lebende, ein lebender Beweis, dass man Schlagfertigkeit lernen kann. Tatsächlich, also mir ging es früher genauso wie vielen anderen, dass mir das Schlagfertige oder das, was man hätte sagen können, erst zu spät einfällt. Wie du von Mark Twain dieses schöne Zitat gesagt hast, also so ging es mir auch, so geht es ja vielen. Ich fand das ganz schwierig und oft waren da so Situationen, wo mir einfach der Mund sperrangelweit aufblieb und erst so eine Stunde später dachte ich, ach, das hätte ich sagen können. Ja. Mist. Und jetzt bin ich ganz neugierig, wie hast du das denn gelernt? Hast du dir irgendwelche Techniken und Strategien angeeignet? Ja, genau. Es gibt einige sehr schöne Techniken, wo man gar nicht so lange überlegen braucht und die ich auch sehr, sehr gerne weitergebe, weil die so schön einfach sind. Und ansonsten, was auch total hilft, ist, sich einfach kommunikativ, wie auch immer, einfach weiterzuschulen. Also alles, was man kommunikativ macht, übt, das kann einen weiterbringen. Also sowas wie zum Beispiel improvisieren können. Ich Also so ein weiß nicht, Kurs in Impro-Theater oder sowas wäre eine gute Idee. genau, so ein Kurs im Impro-Theater. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht, Anne? Ja, ich habe schon mal Impro-Theater-Kurs gemacht. Ich habe in eine Woche mal in so einem Sommercamp Romeo gespielt, von Romeo und Julia in so einem Straßentheater. Ich weiß nicht, ob ich da talentiert war, aber es war ganz lustig. Hast du Impro-Theater mal gemacht? Ja, ich habe Impro-Theater gemacht und ich kam aber von der Schule her, so vom Schultheater, wo wir immer so schöne feste Rollen hatten, die konnte man dann lernen. Das war halt nicht, also das war halt keine Improvisation. Ja. Und dann habe ich hier, als ich angefangen habe mit dem Studium in Münster, tatsächlich zum ersten Mal Impro-Theaterkurse besucht. Und ich war am Anfang schweißgebadet. Ich fand das so aufregend. So wahnsinnig aufregend. Und irgendwann, das war ganz interessant, so nach einem halben Jahr merkte man, oh, es hört auf, dass ich so schweißgebadet bin. Es macht so langsam sogar Spaß. Also es hat mir auch schon vorher Spaß gemacht, aber es war halt trotzdem immer mit sehr viel Adrenalin verbunden. Und ich merkte, ich kam so rein. Also einfach mal auf die Bühne Ja. springen und mit einem Selbstbewusstsein dann doch irgendwas reden können. In dem Vertrauen, ich kann auch irgendwas sagen. Irgendwas fällt mir schon ein. Das ist ja eine tolle Idee. Also jenseits aller rhetorischen Techniken wirklich die eigene Improvisationsfähigkeit zu stärken, über Theater oder vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Einfach dieses Einfachreden, irgendwas fällt mir schon ein. Genau. Und dann natürlich am besten noch in Kombination mit Kommunikationstechniken, die man ja sich antrainiert, anlernt.
Ich habe aber immer mehr Kunden, die tatsächlich sagen, mich interessieren zwar die Kommunikationstechniken, aber mein Problem ist, dass ich halt immer wieder das Gefühl habe, ich springe von Meeting zu Meeting oder von einer Situation in die nächste Situation. Die Rollen sind immer so ein bisschen anders und ich muss plötzlich jemand anderes sein. Und da schnell die Haltung zu ändern, das fällt echt schwer, wenn man nicht Improvisationsfähigkeiten ausgebildet hat. Ja. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass jetzt so meine Improvisationstheater-Karriere in Anführungszeichen wiederkommt. Und ich denke, da kann ich mit meinen Kundinnen und Kunden vielleicht mal ein bisschen ins Improvisieren können. Kommen. Ja, das ist total, total die gute Idee. Aber natürlich interessieren mich auch die Techniken, von denen du gerade gesprochen hast. Also du sagst, es gibt so ein paar ganz tolle Techniken. Kannst du so ein oder zwei mal verraten? Also nehmen wir mal an, du wirst so angegriffen von jemandem, der dich blöd anmacht, irgendwie vielleicht einen doofen Spruch macht, dass du irgendwas nicht richtig hingekriegt hast oder so. Und du stehst dumm da und möchtest wieder Oberwasser kriegen. Was kannst du dann machen? Das Allereinfachste ist, es zurückzuspiegeln und einfach das Wortmaterial des anderen aufzugreifen und zu sagen, okay, Sie meinen, ich habe das jetzt gerade nicht gut hingekriegt. Klingt manchmal etwas platt, klingt auch nicht kreativ. Also das ist auch das, was man mit Schlagfertigkeit verbindet. So dieses ganz Kreative und Witzige vielleicht auch. Mhm. Und auch wirklich halt Schlagkräftige. Und das wäre halt eher so eine Technik aus dem gekonnt Kontern. Das heißt, ich gebe einfach mal den Ball zurück. Ja. Der Vorteil ist, ich gewinne ein bisschen Zeit, um mir was Kreativeres noch einfallen zu lassen. Und ich gebe aber meinem Gegenüber die Gelegenheit, nochmal zu hören, was habe ich da eigentlich gesagt? Mhm. Denn vermutlich war es eben nicht etwas, wo mein Gegenüber mir konstruktiv mitteilen wollte, das war vielleicht nicht ganz so gut, wir können vielleicht nochmal überlegen, das besser zu machen, sondern es war so eine Art Killerphrase und die darf man ganz gerne auch relativ platt mal zurückschicken, damit mein Gegenüber eben merkt, das war vielleicht nicht unbedingt das Beste und sich selbst revidieren kann, zurücknehmen kann, sich rechtfertigen kann. Der größte Fehler, den wir machen, ist ja häufig, dass wir selbst denken, wir müssen uns jetzt rechtfertigen. Oh Gott, wie konnte ich nur sowas gemacht haben? Ich muss jetzt Argumente liefern, warum? Also das nicht, sondern einfach den Ball wieder zurückgeben. Mhm. Und das im Hinterkopf haben. Das ist schon manchmal genug. Also das ist sogar schon mehr als genug, denn wie gesagt, und du kennst es ja auch, ne? Oder wir alle kennen das, wir kriegen so eine Killerphrase oder so einen Spruch oder irgendwie so eine Kritik reingedrückt und man steht da und ist total schockiert erst einmal. Das heißt, total emotional irgendwo damit beschäftigt, das zu verarbeiten, fühlt sich total getriggert und dann zu schalten und zu denken, warte, stopp mal, war eine Killerphrase, ich schicke sie jetzt mal zurück, ist ja schon eine Wahnsinnsleistung. Ja, also als Technik den Ball zurückspielen, Killerphrase einfach nochmal ausdrücken und dem anderen signalisieren, vielleicht war das gerade jetzt nicht so höflich oder so. Exakt, ne? Und dass er sich auch disqualifiziert vielleicht vor einer Gruppe, ne? Wenn es vor anderen Menschen stattfindet, ist sowas dann ja auch immer nochmal wichtiger, dass man es eben nicht so stehen lässt. Genau. Und da kann man dann, das kommt dann nochmal aus so Feinheiten an, kann man natürlich nochmal gucken, wie spiegel ich das zurück? Also spiegel ich das zurück in einem Tonfall, wo ich dem anderen auch sage, also das war jetzt ja nun nicht in Ordnung oder vielleicht so ein bisschen zickig. So, also Sie meinen also, ich hätte mich hier nicht richtig verhalten. Mhm. Und das kommt natürlich anders über, als wenn ich sage, also Sie meinen, ich habe mich hier nicht richtig verhalten. Mhm. Und bei dem einen fühlt sich mein Gegenüber vermutlich etwas angegriffener. Es könnte vielleicht eher eskalieren. Beim anderen hat mein Gegenüber vielleicht ein bisschen mehr die Chance, sich nicht ganz angegriffen zu fühlen und dann auf Augenhöhe wieder raufzukommen oder runterzukommen, je nachdem. Also auf jeden Fall sich auf Augenhöhe zu mir zu bewegen und dann eben sich zu erklären, was er oder sie damit gemeint hat. Und an deiner Stimme, an deinem Tonfall, es war jetzt sehr, sehr schön zu hören. Du bist sofort wieder sachlich, wenn du es so sagst, ne? Wie du es jetzt im zweiten Fall gesagt hast. Das heißt, du bringst auch eine emotionale Situation wieder ins Sachliche aufgrund der Stimme. Danke dir, dass du das so feedbackst. Genau das war mein Wunsch, so rüberzukommen. Das heißt tatsächlich, genau, mit der Stimme, mit der Stimmmelodie, versuchen eine gewisse Sachlichkeit, Neutralität zu zeigen, eben keine Zickigkeit, also natürlich mimisch wird es auch deutlich und klar, aber eben auch in der Stimmführung. Also setze ich einen Punkt, versuche ich relativ ruhig zu sprechen, dann klingt es eher sachlicher, wenn ich jetzt mit der Stimme eher hochgehe, die Augenbrauen noch hochreiße, das vielleicht auch ein bisschen karikiere, was der andere gesagt hat, dann kann es natürlich in eine Richtung tendieren, die nicht mehr ganz so sachlich und neutral wirkt und wo wir nicht auf die sachliche, neutrale Ebene dann zurückkehren. Ja, wir zwei als Stimmexpertinnen wissen natürlich, dass da eine bestimmte innere Haltung auch nötig ist. Also nochmal Frage an dich, wie kriegt man das denn hin, dass man so cool, souverän, sachlich in der Stimme klingt?
einfach cool, souverän und sachlich bleiben. Herz. Nichts ja, also leichter als das. Nichts leichter als das. Dankeschön für den Tipp, Elisa. Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Also was bringt einen dazu, so cool und sachlich zu bleiben? Und da würde ich sagen, da liegt dann die Hauptarbeit drin. Und das heißt, ich brauche eine gewisse Vorarbeit. Die darf ich mir aber erlauben für solche Situationen, für schlagfertige Situationen. Denn in der Regel sind es immer wieder die gleichen Sätze, die mich aufregen oder die gleichen Typen von Menschen. Mhm. Das heißt, ich kann mir nochmal im Vorfeld überlegen, welche Typen von Menschen sind das? Oder welche Art von Killerphrasen beispielsweise sind das, die mich besonders triggern? Sind das so Sätze wie typisch Frau? Sind das so Sätze wie, ja, das war ja wohl mal wieder gar nichts? Sind es Sätze, also ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, wenn Schülerinnen oder Schüler mich angreifen mit Killerphrasen, komme ich damit besser klar und kann das besser bei denen lassen und sagen, ach naja, gut, die wollen sich vielleicht gerade irgendwie ausprobieren. Bei welchen, die in der Hierarchieebene höher stehen, habe ich da vielleicht nochmal mehr Probleme mit? Kann sein, kann nicht sein, ne? Aber man kann das mal für sich reflektieren. Welche Personen oder Typen von Personen sind das denn, die mich triggern? Welche Killerphrasen oder Sätze sind es besonders, die mich triggern? Und dann mache ich eine Arbeit in mir drin. Das heißt, zu schauen, okay, erstmal mir bewusst zu machen, welche Typen, welche Killerphrasen sind das? Was machen diese Killerphrasen und Typen mit mir? Wo sind denn meine Triggerpunkte? Und dann ganz genau, und das ist natürlich eine Arbeit, die häufig unangenehm ist, zu schauen, gut, was für negative Glaubenssätze werden zum Beispiel mit angetriggert? Ganz häufig vielleicht so Glaubenssätze von, oh, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein oder es nicht richtig gemacht zu haben oder nicht liebenswert genug zu sein. Und das ist halt interessant. Und diese mal dann hervorzuklauben, eine unheimlich, sage ich mal, wertvolle, aber gar nicht so leichte Arbeit. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich denn diesen Triggerpunkten begegnen, dass sie sich beruhigen? Dass ich nicht mehr so angeknipst werde. Dass ich halt selbst dafür sorgen kann, okay, die können mir jetzt alle möglichen Killerphrasen sagen, aber ich habe halt nicht die Kinnlade runterklappen sofort und innerlich die tiefe Bestürzung, sondern ich kann sagen, ah, okay, ist eine Killerphrase. Und ich merke, mein Triggerpunkt zeigt sich mal ganz kurz, aber ich kann ihm sagen, ist schon gut, ich kenne dich, gut, dass du da bist. Wertvoll, dass du da bist. Und jetzt reagiere ich aber nicht so, wie du feuerst, sondern ich reagiere halt sachlich souverän. Das heißt also, dass ich unterscheiden kann, ist der jetzt gerade so doof zu mir und muss ich das mit dem anderen oder der anderen Person ausdiskutieren? Oder ist es was, was in mir total wund ist und ein Megadrama in mir abgeht, aber die andere Person hat eigentlich nur einen Satz gesagt? Ja, genau, ja, und genau. Da muss ich jetzt vielleicht nicht so für mich in diesen Schmerz gehen und in dieses Drama gehen, weil das ist aus einer Zeit, wo ich viel jünger war als jetzt. Also wenn ich das mal kapiert habe, dann kann ich das auch trennen voneinander. Exakt, exakt. Und das hast du auch, das fand ich eben schön bei dir. Es muss ja nicht mit mir zu tun haben, was mein Gegenüber sagt. Gerade wenn es so Killerphrasen sind, dann haben die mehr mit meinem Gegenüber zu tun. Denn Killerphrasen sind ja nie sachlich oder neutral gemeint, sondern irgendwas fühlt sich im anderen getriggert und fängt dann an zu feuern. Mhm. Und das darf ich halt ruhig bei der anderen Person lassen und mich nicht davon noch mit einfangen lassen. Also ich höre so raus, der Meinung bin ich ja auch, dass die Arbeit an der Rhetorik und an der Schlagfertigkeit in dem Fall auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Und dass sich ein Coaching hier und da auch mal lohnt, auch um eine bessere Kommunikatorin, ein besserer Kommunikator zu werden. Welche Techniken gibt es noch, Elisa? Du hast jetzt gerade dieses den Ball zurückspielen genannt und du hast auch gesagt, das ist eine Technik aus dem gekonnt Kontern. Was meinst du damit? Gibt es da irgendwie so ein Buch oder so ein Set an Techniken, die jetzt irgendwie gekonnt Kontern heißen oder so wie, was ist das genau? Damit ist mehr gemeint, dass wenn wir uns das Wort Schlagfertigkeit anschauen, steckt sehr viel Kämpferisches drin, sehr viel, was wir vielleicht eben verbinden mit witzigen Bemerkungen oder auch mit Bemerkungen, die den anderen auch treffen sollen. Ne? Mhm. Ich schlage dass ich wieder oben bin und der unten oder so. Genau. Mhm. Und da will ich weg und möchte dann mehr sagen, ich verstehe entweder halt die Schlagfertigkeit anders. Oder häufig verstehen Menschen, wenn ich kontern sage, dass etwas besser, dass es eben nicht darum geht, ich mache den anderen jetzt platt,
oder bin besonders witzig, besonders kreativ, sondern ich gebe es halt mehr zurück. Dieses Kontern hat dieses Schöne, so ich gebe es zurück. Ganz zufrieden bin ich auch damit nicht, aber es trifft vielleicht die Techniken, gerade so die Spiegeltechnik, etwas besser. Ja. Und das ist damit gemeint. Okay. Und jetzt in Bezug auf deine andere Frage, also es gibt noch andere Techniken. Ich nenne eine immer den Wind aus den Segeln nehmen. Eine schöne Metapher dafür, irgendwas ist aufgebläht und ich meine damit, dass wir ansprechen, was wir beim Gegenüber empfinden. Also wenn ich zum Beispiel Kundinnen und Kunden habe, die im Callcenter arbeiten oder deren Mitarbeitende im Callcenter arbeiten und die häufig Kundenbeschwerden annehmen müssen. Und da ist diese Technik besonders gut, wenn die dann anfangen, wirklich ihren Ärger Ausdruck zu schaffen und wirklich mal richtig Dampf abzulassen und sagen, das geht hier überhaupt nicht, ich fühle mich hier nicht richtig behandelt, dass dann die Callcenter-MitarbeiterInnen erst einmal thematisieren, oh, ich merke, dass da ganz viel Wut ist. Das heißt, sowas wie die Emotion ansprechen, das aufnehmen, also die Wut aufnehmen und damit dann eben anzeigen, ich nehme sie ernst. Und ich bin interessiert daran, jetzt aber mit Ihnen noch mal mehr auch drüber zu reden, worum geht es denn dann ganz konkret? Ja, also das so ein bisschen auseinander zu dröseln, den Tonfall, das Gefühl und die Sachebene. Und indem ich dem anderen sage, ich kann total verstehen, dass Sie jetzt gerade richtig sauer sind, das wäre ich an Ihrer Stelle auch. Das ist auch nicht in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal, wie ich Ihnen jetzt hier helfen kann. So, ne, dann sind das so zwei Schritte und man muss jetzt nicht, ja, jetzt regen Sie sich nicht so auf und das kann ja mal passieren oder so in die Verteidigung gehen, sondern erstmal akzeptieren, dass der andere eben gerade in einem Gefühl ist. Exakt. Oder man kann es ja auch anders falsch machen, dass man sagt, ja, also was genau ist denn jetzt nur Ihr Problem? Ohne zu thematisieren, man kriegt da auch die Wut mit. Und das ist total sinnvoll, die Emotionen mit anzusprechen, die herüberkommt, um das eben auf den Tisch zu bringen und zu sagen, okay, da ist ganz viel Wut. Und das hast du, finde ich, auch eben so schön aufgenommen, auch gleich mitzugehen. Häufig kann man den Kunden, die Kunden auch irgendwo verstehen im Prinzip. Und ich glaube, niemand wird sagen, nee, also es ist jetzt total blödsinnig, wie sie sich verhalten, sondern häufig können wir den Fehler oder können wir irgendwie verstehen, dass die Kundinnen und Kunden verärgert sind. Oder können zumindest verstehen, dass Wut und Ärger keine schöne Emotion ist und damit gehen und sagen, das ist total schade und ich merke das. Und das ist ja auch wirklich unnötig, sich so aufzuregen. Ich glaube, es ist für alle Gespräche gut, wo Emotionen drin sind, nicht nur in Callcentern, sondern immer, wenn du von jemandem Aggression abkriegst, erstmal zu sagen, ja, okay, die Person ist wütend. Und dann nicht zu sagen, jetzt komm mal runter, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Und auch diesen schönen Spruch, niemand ist jemals runtergekommen durch den Spruch, komm mal runter. Ja, genau. Das glaube ich auch, ja. Ja, genau. Also das heißt, das wäre auch noch eine Möglichkeit, einfach das aufzugreifen und dann wirklich dem Ärger gemeinsam ein bisschen Luft zu machen, sodass das Segel wieder abflachen kann und dann eben auf diese neutrale, sachliche Ebene zu kommen. Ja. Und was auch... Bitte. Nee, du. Wir sind beide so unglaublich schlagfertig, Elida, dass wir uns immer gegenseitig ins Wort schlagen. Nee, sag du mal, ich wollte gerade eine neue Richtung einschlagen. Ich hatte sonst noch eine Idee für eine weitere Technik, die ich nicht umgesagt lassen möchte. Herr damit. Und zwar ist das einfach mal das, was man gegenüber sagt, sich selbst positiv umzudefinieren. Ja. Das heißt, wenn man gegenüber zum Beispiel sowas sagt wie typisch Frau. Gar nicht zu sagen, was weiß ich denn mit typisch Frau und sondern zu sagen, ah, okay, wenn Sie mit typisch Frau meinen, dass ich besonders leistungsstark und mutig bin, dann freut mich das. Das heißt, das Aufgreifen, Ummünzen und da ist Irritation auch dein guter Freund. Das heißt, ich könnte zum Beispiel das Stereotyp Frau vielleicht in einer anderen Richtung bedienen, aber vielleicht dann auch so ummünzen, so wie es mir gefällt. Das heißt, karrierebewusst, mutig, stark, keine Ahnung, was da alles drinstecken kann, das einfach mal zurückzuspielen. Ja, und cool. Auf der Habenseite ist tatsächlich auch, dass wir irgendwas sagen. Es muss jetzt noch nicht mal wahnsinnig sinnvoll sein. Es muss jetzt auch nicht wahnsinnig passend sein. Dadurch, dass es total überraschend für mein Gegenüber ist, dass ich mich nicht rechtfertige, ist es schon kreativ und schlagfertig genug. Ja. Ja, gut.
Schöne Technik. Sag mal, arbeitest du auch mit diesem High Talk, Basic Talk und so weiter von Peter Modler, wenn du Schlagfertigkeit unterrichtest? Okay. Ah, das finde ich immer noch mal, kennst du aber, oder? Ein bisschen gemeine Frage jetzt unter Expertinnen. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen, ne? Aber ich glaube, es ist ganz schön, es nochmal zu erwähnen an dieser Stelle. Also ich habe schon einmal eine Kundin gehabt, die hat mich darauf angesprochen. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon 3 Jahre her, dann habe ich es mir angeschaut und dachte mir, aber ich muss jetzt auch ein bisschen so rumkramen in meinem Gedächtnis. Ja. Ich habe es mir damals angeschaut und dachte, es ist nachvollziehbar. Mhm. Ich komme aber mit meinen Techniken ganz gut zurecht. Oder mit meinen Techniken. Also es sind ja meistens so Module, die man macht, wo alles aufeinander aufbaut. Und da braucht ich ihn nicht reinzubringen. Ja. Was genau war denn High Talk und Base Talk bei ihm? Also das fand ich so ein Augenöffner nochmal für mich. Also er geht davon aus, dass es so 3 Ebenen, 3 Hierarchien in der Kommunikation gibt. High Talk ist das, was wir AkademikerInnen machen. Also wir suchen immer nach guten Argumenten, nach schlauen Sätzen. Und unsere Sätze sind dann entsprechend lang. Und Basic Talk sind kurze Sätze, also so 4 Wortsätze oder auch einfach nur 1 Wortsätze, so wie nein. was Trump immer macht, ne? Der macht Basic Talk. Und dann gibt es noch Move Talk, das heißt, wir reden gar nicht, sondern wir gehen irgendwie im Raum rum, wir stehen auf, wir gucken aufs Handy oder so. Und was uns ja häufig sprachlos macht, also gerade wenn wir so auf dieser High-Talk-Ebene zu Hause sind, wenn Menschen uns im Basic-Talk oder im Move-Talk unhöflich begegnen. Also wir legen vielleicht irgendeinen Vorschlag in einem Meeting ausführlich da, argumentieren gut und dann sagt irgendwer, das glauben Sie doch selbst nicht, oder? Oder so, ne? Und dann stehen wir so, Und dann versuchen wir mit High Talk irgendwie so, ja, aber doch, wie Argument 3 schon eben darlegte, lalala. Also hier eine total schlaue Argumentation nochmal zu sagen und reden uns um Kopf und Kragen und der andere sagt einfach nur so, nö. Oder so, ne? Ja. Und was Modler halt sagt, ist, dass wir auf einer Basic Talk-Ebene, wenn der andere auf einer Basic Talk-Ebene ist, dass wir nicht mit High Talk weiterkommen, sondern nur mit Basic Talk oder mit Move Talk, was die stärkste Hierarchieebene ist. Also wenn jetzt jemand sagt so nein, dann sagst du halt vielleicht doch. Oder das ist richtig. Oder so, ne? Also einen ganz kurzen Satz und sagst den vielleicht auch mehrfach, ohne jetzt noch versuchen, noch ein Argument, weil der andere gar nicht ist auf der Ebene. Also das fand ich einfach auch nochmal sehr wertvoll als Gedanken, in dieser Kürze, in diesen knackigen Antworten zu bleiben. Ja. Mir gefällt daran sehr, dass es im Prinzip ja auch sagt, dass man sich nicht rechtfertigen soll. Ja, also genau. Unser High Talk wäre ja dann die Rechtfertigung in Endlossätzen mit guten, schlauen Begründungen. Mhm. Und das zählt dann halt nicht. Das ist auch gar nicht angesagt, weil mein Gegenüber ist ja auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Ja. Hat auch da gar nicht das offene Öhrchen für Argumente und es geht ja meinem Gegenüber auch um was anderes. Mhm. Ich finde es charmant zu sagen, da einfach mal dagegen zu halten und auf gar keinen Fall eben lange Sätze, sondern auch so Base Talk oder Move Talk zu machen. Mhm. Und dann kann man halt überlegen, ich finde es schön, wenn man einfach sagt, doch, das geht. Ja. Ja. Und dann hat mein Gegenüber ja auch mit die Verantwortung, wie geht's jetzt weiter? Und ich kann mir aber auch vorstellen, es ist natürlich etwas, wo ich mich dann auf etwas hinabbegebe, wo ich auch mit meinen Werten dazu stehen muss. Also bin ich das? Mhm. Und dann könnte man natürlich auch sagen, na ja, vielleicht bin ich aber doch diejenige, die es wichtig findet, richtig zu sprechen. Und dann ist dieser Base Talk vielleicht nicht ganz meins, sondern ich möchte gerne eine Ich-Botschaft draus machen. Also vielleicht ein bisschen weniger von, doch, ich habe recht oder doch, ist so. Sondern sagen, okay, da sind wir anderer Meinung. Oder eben das Rückspiegeln mit, also Sie meinen. Finde ich auch schön. Einfach, da sind wir anderer Meinung, ne? Finde ich auch gut. Und ich finde es auch immer noch wichtig, wen muss ich denn überzeugen? Also muss ich ein Gremium überzeugen? Also in welcher Situation bin ich? Bin ich 1:1? Oder bin ich mit einer ganzen Gruppe? Und da sind vielleicht einige darunter, die wollen jetzt halt schon irgendwie Argumente haben. Und es ist nur einer, der stänkert. Oder die sind alle auf der Basic-Talk-Ebene unterwegs und ich muss mich da behaupten. Ne? Also dementsprechend ist es vielleicht auch manchmal wichtig zu differenzieren.
Super spannende Sache, genau. Denn es kann ja sein, dass ich mit den Personen oder mit der Person, die gerade so was Unfreundliches, Unfaires äußert, gar nicht mehr weiter zu tun habe. Und dann kann ich mich anders verhalten, als wenn es eben ein Berufsverhältnis ist, was sich weiterzieht, wenn ich von der anderen Person abhängig bin oder wenn ich merke, nee, es bringt es überhaupt nichts, da jetzt weiter darauf einzusteigen. Ich darf natürlich auch solche Sachen einfach ignorieren, der Sache wegen, weil ich denke, okay, ich möchte es einfach erstmal weitergehen. Oder man könnte noch dazu denken, Situationen, wo man sich denken kann, also wenn es jetzt Mitarbeitende sind und dann ist da immer so ein Pappenheimer, der dann sagt, nee, das geht doch gar nicht. Oder das haben wir doch schon immer so gemacht. Dann zu denken, okay, das ist doch interessant und dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin, die kann ich vielleicht nochmal extra ansprechen und das ist vielleicht auch ein guter Advocatus Diaboli für einige Projekte, das kann ich auch nutzen. Also ist ja auch manchmal ganz schön, dann solche Personen da drin sitzen zu haben, die einen dann fordern. Und deswegen, ja, ganz klar, die Situation ist sehr, sehr ausschlaggebend, mit wem wir es zu tun haben. Und da finde ich es auch ganz schwierig, dann immer die perfekten Ratschläge jedem zu geben, sondern dann tendiere ich auch dazu zu sagen, okay, bitte verlasst euch jetzt aber nicht nur auf die Techniken, sondern guckt immer mit Fingerspitzengefühl. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich so falsch schlagfertig bin? Das heißt, mich rechtfertige um Kopf und Kragen oder Aber was kann alles schiefgehen bei Schlagfertigkeit? Also häufig sind wir es ja nicht, weil wir nichts Falsches sagen wollen. gut, es kann natürlich schiefgehen, dass sich mein Gegenüber dann konfrontiert fühlt und sich vielleicht dann selbst in die Enge gedrängt fühlt. Und das könnte zu Konflikten führen. Das könnte zu einer Explosion führen. Und deswegen sollte man eben auch, wenn man die Techniken anwendet, gucken, was nimmt man da, was möchte man in Kauf nehmen. Selbst mit der schönsten Stimmführung. Wenn ich wirklich so neutral und sachlich wie möglich einfach nur das, was mein Gegenüber gesagt hat, zurückschicke, selbst das kann halt konfrontativ genug sein für mein Gegenüber, dass mein Gegenüber echt in die Luft geht. Und natürlich möchten wir uns manche Beziehungen nicht verspielen. Wir möchten vielleicht auch nichts eskalieren lassen, ne? Darum geht's dann. Also bei Schlagfertigkeit ist das Ziel dann auch noch irgendwie korrekt zu bleiben und nicht den anderen so bloßzustellen, dass er das Gesicht verliert, weil das kann sein, dass die andere Person uns das nicht verzeiht und die Beziehungsebene dann einfach auch kaputt ist, ne? Das könnte sein. Manchmal vielleicht ganz gut und manchmal eben nicht das, was wir wollen. Und Das ist wirklich haarig, finde ich. Also bei manchen, die kriegen dann erst richtig Respekt, ne? Also wenn man denen so richtig schön Konter gibt, dann sehen die so, okay, dann muss ich mit der Frau also rechnen, ne? Und Respekt, ne? Also es kann passieren, aber die Angst ist, glaube ich, auch häufig, wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann geht das hier nicht gut aus. Also sage ich lieber gar nichts, ne? Das ist, glaube ich, auch einfach eine Gefahr, die auch häufig berechtigt ist. Absolut. Schön ist es, wenn man so ein Arsenal hat, so ein Werkzeugkoffer an der Hand, sodass man sich das auswählen kann. Also es wäre schön, hier Schulz von Thun, irgendwie Wertequadrat und irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten. Also wenn ich merke, ich bin eher schüchtern, dann vielleicht sich aber trotzdem ein bisschen das antrainieren, dass wenn man möchte, dass man zumindest könnte, dass man einige Techniken anwenden kann. Und für sich mal ausprobieren, was fühlt sich denn für mich am sinnvollsten an? Kann ich gut so eine Umdefinition mit Augenzwinkern machen? Bin das ich oder ist das Zurückspiegeln genau das, was zu meinem Typ passt in den meisten Situationen? Also was bin ich so für ein Schlagfertigkeitstyp auch, ne? Genau. Und ich weiß, ich habe mich wahnsinnig, so ein kurzes Beispiel, geärgert hier, Fahrradfahren in Münster, furchtbar. Und selbst wenn man sich ganz korrekt verhält, kann es sein, dass man von anderen dann wiederum angestänkert wird, weil man sich entweder nach deren Meinung nicht richtig verhalten hat oder weil man tatsächlich einen blinden Fleck hatte. Das kann auch passieren. Und auf jeden Fall hat es mich furchtbar geärgert, dass ich immer vollkommen bestürzt war, wenn mir irgendein anderer Fahrradfahrer, Fußgänger oder Autofahrer irgendwas Blödes in den Kopf geworfen hat. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich total erschreckt habe in den meisten Fällen und fast vom Fahrrad gekippt wäre, was auch nicht gut war für den Verkehrsfluss. Und dann auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal mir vorgenommen, tatsächlich so ein paar Sätze einfach dann mal zurückzuschicken. Und ich kannte ja ungefähr so diese Typen von Menschen, die dann irgendwie von ihrem Fahrrad aus da irgendwas ja einem dann an den Kopf werfen. Und
habe dann diese Arbeit gemacht. Ne? Welche Typen sind das von Menschen? Was sagen die häufig? Und dann habe ich mir ein, zwei Sätze zurechtgelegt, die ich dann gut zurückschicken kann. Das war damals, gespannt. Das war spannend. Und ganz am Anfang waren es auch nicht unbedingt faire Sachen, die ich zurückgeschickt hatte. Ich war ja aber auch in keiner Beziehung mehr mit diesen Menschen. Also da war so mein innerer Anlass, okay, ich möchte mal lernen, nicht sofort einfach zu verstummen und total bestürzt zu sein, sondern mal einfach was zurückzuschicken. Egal was. Was hast du denn gesagt? Ja, irgendwas zum Beispiel. Selber. Das ist schon selber. Das war für mich ein Anfang. Ja, ja. Habe ich vorher nicht gekonnt. Dann konnte ich sagen, selber. Und dann habe ich habe selbst gewusst, das ist jetzt nicht unbedingt das Pfiffigste, was man sagen kann. Und dann habe ich mir irgendwie nochmal ein, zwei andere Sätze vorgenommen und dann kam ich so langsam so ein bisschen rein. Mittlerweile merke ich, ich muss ein bisschen zurückfahren. Und ich muss gar nicht immer dazu was sagen, wenn die mir irgendwas an den Kopf werfen wollen. Und ich kann dann ruhig denken, ist schon okay. Ja. Aber wenn ich wollte, könnte ich. Dann könnte ich. Ich muss gerade so lachen, weil Fahrradfahren in Hamburg ist, glaube ich, so ähnlich wie in Münster. Und ich habe mich da auch mal sehr, sehr schlagfertig verhalten. Es war sehr komisch. Da war so ein, ich fuhr auf dem Radweg, weil wir haben unglaublich viel Kopfsteinpflaster hier. Nee, auf dem Gehweg fuhr ich. Radweg wäre ja gut. Ich fuhr auf dem Gehweg. Da kam so ein Vater mit seinem kleinen Jungen und die kam irgendwie von der Schule und natürlich hat er Angst um seinen Jungen. Ich habe ganz vorsichtig gefahren und so. Entschuldigung. Und er so, hey, ist kein Radweg, hä? Und ich dann so voll gewaltfrei so, jetzt sind sie wütend, ne? Ja, hat er gesagt. Hat ihn auch nicht weitergeführt, ich bin einfach weitergefahren. Danach dachte ich, es war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Wer weiß, ne? Also ich meine, ne, auch das... Vielleicht hat er sich auch sehr gesehen gefühlt. Vielleicht hat er sich sehr gesehen gefühlt und hat im Nachhinein gedacht, boah, das war genau das Richtige, um mich nochmal so ein bisschen runterzuholen vom Ganzen. Und im Nachhinein musste er vielleicht auch grinsen. Wäre mal interessant, ihn... Die war bestimmt Rhetoriktrainerin. Und ganz schön schlagfertig. Und die würde ich mal ganz besuchen. Ja, also was ich gerade noch mal festhalten will, ist, dass man sich durchaus vorbereiten kann. Also so geplante Schlagfertigkeit. Und ich glaube, das ist einfach ein super Training. Also wie du gerade sagst, so die ersten Male stehst du da stumm und betroffen und willst auf den Arm von irgendwem. Und dann kannst du dich aber nächste Mal irgendwie wappnen, wenn du weißt, okay, ich werde wieder dieser Person begegnen. Und falls die wieder sowas sagt, dann wäre ich aber hier, ne? Dann bin ich hier vorbereitet. Insofern... Ich glaube auch ganz viele Menschen, die schlagfertig sind, die arbeiten so. Ja, also die meisten, die jetzt anfangen, öffentlich zu sprechen oder auch sich in Konflikte zu begeben, sind das nicht von Natur aus, sondern die haben einfach ein jahrelanges Training hinter sich. Das sieht immer so cool aus in Talkshows oder so, wenn Leute da echt trainiert sind. Aber sie sind eben auch trainiert. Und das ist ein Weg, den einfach jeder gehen kann, der sich die Mühe machen will. Absolut. Würde ich zustimmen. Es gibt wenig, wo ich sagen würde, dass die sind es wahrscheinlich als Naturtalent aus. Also viel passiert auch in der Kindheit. Ne? Argumentation lernen am Familientisch. Da sind einige dann, ja, starten mit einem besseren Werkzeugkoffer als andere vielleicht dann ins Leben, in die Schule und also allgemein in die Gesellschaft. Und gerade Politikerinnen und Politiker, da merkt man teilweise auch schon an, dass sie trainiert sind oder sich trainieren lassen mit den Techniken. Wobei ich mir auch habe sagen lassen, also ich kenne ja nicht alle SpitzenpolitikerInnen, aber ich habe durchaus auch schon gehört, dass gerade die eine Klientel sind, die sehr schwer zu coachen ist, weil die auch teilweise andere schöne Persönlichkeitsmerkmale haben, wie eine sehr große Überzeugung von sich selbst, die gar nicht den Wert unbedingt erkennen des Coachings. Ja, das habe ich auch schon erlebt, genau. Ja, wir kommen hier Richtung Ende unseres Schlagfertigkeits-Podcasts. Elisa, bleibt uns noch unser ritueller Wumms der Woche. Der Wumms der Woche. Ja, der Wumms der Woche. Tatsächlich, ich spoiler hier mal ein bisschen. Du hattest ja gesagt, wie wär's mit Kamala Harris? Genau. Weil wir haben ja uns ganz kurz nur irgendwie sprechen können, dass wir uns jetzt gleich sprechen. Und du hast gemeint, ja, sowas wie Kamala Harris wäre doch genau das Richtige. Wobei ich jetzt gerade überlege, habe ich es jetzt richtig betont ausgesprochen? Also ich habe das wirklich recherchiert und sie heißt Kamala.
Kamala Harris. Das ist sehr schön in der Betonung. Kamala Harris. Und da habe ich gleich gedacht, wunderbar, die möchte ich gerne auch hier als Wumms der Woche schön highlighten, weil ich das natürlich einen Wahnsinnswumms fand und auch eine Wahnsinnserleichterung, wo man sich dachte, oh Gott, Trump gewinnt hier echt an Fahrt. Und mit Biden, ich habe mir auch Auszüge aus dem Interview angeschaut und da war ich auch unsicher, wie das dann so funktioniert. Und gerade so auch rhetorisch gesehen mit Trump, ich meine, er ist interessant auf der einen Seite, eine spannende Person rhetorisch gesehen, aber halt auch so, dass man sehr schluckt und denkt, dass das möchte man vielleicht nicht. Wollen wir vielleicht nicht, nein. Und ich würde aber ganz gerne, weil das auch mich so begleitet hat, weswegen wir auch hier so reingestolpert sind ins Meeting, was ich, wo ich hoffe, dass es jemand nicht mit anhört, was dass wir so reingestolpert sind. Man uns das zumindest nicht hört keiner. Zumindest sie gemerkt, weil ich möchte auch nochmal highlighten, mein Mann hat eben eine schöne, unangenehme Zahn-OP hinter sich gebracht. Und ich möchte jetzt auch alle Personen highlighten, die eine schwere und unangenehme Sache vor sich haben und dann auch überstehen. Also es ist eigentlich Wahnsinn, was man eigentlich auch so im kleinen Alltag oder großen Alltag immer wieder bewältigen muss und dann übersteht. Also ich freue mich drauf, wenn mein Mann dann auch den Mund wieder öffnen kann nach dieser Zahn-OP. Ja. Und das passt ja wiederum auch zu unserem Thema, den Mund aufmachen, sich trauen, den Mund aufzumachen. Am besten auch, wenn man technisch den Mund aufmachen kann nach der Betäubung. Also Mund aufmachen, finde ich auch, passt zu unserem Thema. Deswegen Kamala Harris und mein Mann versus oder vice versa, alle, die Zahn-OPs haben. Ja, war wieder ein Doppelwumms diese Woche. Freut mich und alles Liebe für deinen Mann, ne? Dankeschön. Und Besserung für ihn. Ja, hoffentlich muss er jetzt nicht demnächst öffentlich sprechen oder irgendwie ein Bewerbungsgespräch führen oder sowas. Da gibt es immer so Handicaps dann, wo die Stimme natürlich auch drunter leidet. Ja, aber ich noch vielleicht nur kurz als Satz von mir. Ich feiere gerade Kamala Harris so sehr, dass sie jetzt einfach so da eingesprungen ist und die ist so schlagfertig. Also ich habe mir schon so viele Debatten und Videos von ihr angeguckt und ich finde das oft so cool, wie sie reagiert und einfach wie hemmungslos sie spricht. Ist natürlich auch vorbereitet und reflektiert und so weiter, ne? Also auch nicht alles spontan, aber trotzdem ist sie einfach frei Schnauze und das finde ich total gut. Mal gucken, was uns noch so erwartet von ihr. Ja, Freischnauze und trotzdem ein Unterschied zu Trump. Ja, ja, mit irgendwie anderen Werten. Ja. Gut, du, Elisa, ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt gehst du sicherlich wieder deinen Mann pflegen. Das ist schön. Und ich möchte noch sehr empfehlen, deine Arbeit. Und zwar kann man dich finden unter elisa-franz.de oder wie ist es, deine Website? Elisa-Franz.com. Genau. Und hier kann man dich auch buchen als Trainerin für eine Firma zum Beispiel oder als Expertin auch in Talks, in Medien bist du auch gern gesehen und es ist immer eine Freude, dir zuzuhören. Ganz herzlichen Dank, dass du deine Tipps hier mit uns geteilt hast. Ich danke dir für die schöne Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier von dir als Gast eingeladen worden zu sein. Wir zwei sehen uns auf der Tagung in Münster in wenigen Wochen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn du gerade zuhörst, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen beim nächsten Mut zur Stimme Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du uns gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt, bewerten. Und du kannst auf Spotify sogar jetzt auch kommentieren. Also hinterlass gerne einen Kommentar. Und du kannst uns auch schreiben an hallo@mutzurstimme.de. Wir beantworten gerne deine Fragen. Crystal ist dann auch wieder mit dabei das nächste Mal. Und wir gehen wieder auf Fragen ein. Und schick uns auch gerne Vorschläge für Gäste, die wir hier einladen dürfen, wenn dich ein bestimmtes Thema interessiert. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Anne. Tschüss. Ciao.